Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem ganz besonderen, intensiven Video mit vielen, vielen Tipps rund um das Thema Fülle. Wir haben heute den 12. September 2020. Morgen, am 13. September, ist ein Fülle-Portal-Tag. Man kann die Portaltags-Energien natürlich auf unterschiedlichste Weise interpretieren. Doch da ich weiß, dass ganz viele Menschen mit dem Thema Fülle einfach immer noch ein Thema haben, habe ich mich entschieden, diesen Aspekt dieses ganz besonderen Tages hervorzuheben und euch mal meine Tipps, meine Inspirationen rund um das Thema Fülle weiterzugeben. Denn letztlich ist es mir wichtig, dass alle Menschen auf der Erde in ihrer persönlichen Fülle sind. Jetzt sind wir bei dem wichtigen Punkt. Wie definierst du Fülle? Fülle kann ja alles Mögliche sein. Die meisten Menschen allerdings sehen Geld als die größte Fülle an. Und da beginnt dann ein Teufelskreis, der viele Menschen mehr oder weniger wahnsinnig macht in dieser scheinbar so modernen Zeit. Dabei ist Geld nur ein winziger Teil dessen, was wir im Leben an Fülle erfahren können. Die meisten Menschen leben nicht in der Fülle, sie leben im Mangel. Und da dieses Thema mein ganzes Leben lang meines war, habe ich mich ganz, ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe das schon in ganz vielen Videos erzählt, dass meine Familie eben eine Mangelfamilie ist, und zwar auf allen Ebenen. Mangel an Gesundheit, Mangel an Geld, Mangel an Liebe, Mangel an Aufmerksamkeit, an Verständnis und, und. Das könnte ich jetzt noch unendlich fortführen, genauso wie ich aus diesem Video 10 machen könnte. Deshalb gibt es am Ende noch eine ganz, ganz wichtige Info zum Thema Fülle. Jetzt aber erstmal, wenn du es ernst meinst mit dem Thema Fülle, dann schreib dir jetzt einfach mal auf, was sie für dich wirklich bedeutet. Und du kannst danach aufschreiben, wo du noch in deinem Leben Mangel hast. Du kannst das Video jetzt einfach mal kurz anhalten und das notieren. Wenn du aber erstmal weiterhören willst, dann gehen wir weiter. Also, Fülle ist eine ganz, ganz wichtige Energie, denn sie zeigt an, wie sehr unser Leben fließt. Die meisten von euch kennen mich als spirituelle Künstlerin und kennen deshalb auch meine Sternentorbilder. Ich setze im Moment vor dem Schöpfungslicht der Macht und die Energie strömt ganz intensiv, wie immer, aus dem Video auch zu dir aus. Es geht um Selbstermächtigung. Das Thema Fülle hat auch mit Selbstermächtigung zu tun. Es gibt aber auch, das ist eines der neuesten Sterntore, von denen ich glaube jetzt 112 oder 113 Bildern, die ich seit 2006 malen darf. Es gibt auch ein Sternentor der Fülle. Das zeige ich euch jetzt mal. Es ist eines der allerersten, das damals mit den ersten 36 Sterntoren in diesem Buch erschienen ist. Und in diesem Buch gibt es zu jedem Sterntor die Botschaft. Die könnt ihr auf meiner Webseite finden. Alles Wichtige verlinke ich wie immer unten. Und ich möchte euch jetzt gerne mal diese wichtige Botschaft vorlesen. Ihr könnt es so als kleine Meditation nehmen, kurz die Augen schließen und einfach mal hineinspüren, was dieses wichtige Sternentor, das im November 2009 zu mir kam, euch erzählen möchte. Das gesamte Universum ist ein Ort der Fülle. Für alle und alles ist jederzeit Energie im Überfluss vorhanden. Wir bitten euch zuzugreifen. Das ganze Universum liegt euch zu Füßen. Es wartet darauf, angenommen zu werden. Allein eure Glaubenssätze und eure Vorstellungen entscheiden, ob Fülle in euer Leben fließen kann. Es ist euer Fokus, der sich sein Ziel sucht. Für alle Seelen ist Liebe, Glück und Wohlstand auf allen Ebenen geplant. Es gilt immer wieder, euch für euren eigenen Glauben zu entscheiden. Was glaubst du, hast du verdient? Kannst du frei und lebendig deine Erfahrungen von Fülle und Reichtum
auf allen Ebenen machen? Sowohl materiell als auch emotional entscheidest du allein, was du erfahren willst. Die Schöpferkraft für deinen Überfluss und dein Wohlbefinden liegt in dir. Entscheide dich immer wieder neu für die Fülle. Ich liebe diese kurze, knackige Botschaft. Sie hat alles zusammengefasst, worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte. Ich habe erzählt, dass es in meinem Leben eigentlich bis vor wenigen Jahren permanent um Mangel ging. Nach und nach habe ich mit der Hilfe vieler Menschen, ein paar inspirierenden Büchern und ganz viel Unterstützung seitens meiner Engel, des Universums, der göttlichen Quelle, den Bogen rausbekommen, bis irgendwann bei mir tatsächlich der Knoten geplatzt ist. Und das war wirklich ein fetter Knoten. Deshalb ist mir bewusst geworden, und ich habe ja schon hunderte, wenn nicht tausende von Beratungen seit 20 Jahren gemacht, seit es bei mir anfing mit meinem spirituellen Weg, seit ich quasi das Brett vor dem Kopf verloren habe. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass im Grunde, ob Geld, Liebe, Beziehungen, alles, wie ich vorhin sagte, eine Art Strom ist. Irgendwann kam mal in einem meiner Coachings, gerade da ging es auch um das Thema Fülle, dieses schöne Bild mit dem Sicherungskasten. Ich habe dazu auch Seminare gegeben, einfach weil es so wichtig ist. Und diesen Sicherungskasten, den könnt ihr euch vorstellen, als wäre der in eurem Körper. Denn letztlich, und das haben ja die Wissenschaftler herausgefunden, fließt ja wirklich Strom durch unseren Körper. Das habe ich auch schon oft erwähnt in meinen Videos, weil ich das hochspannend finde. Also es ist ein messbarer, oh, ich sehe, ich habe gerade gemalt, ich habe Flecken an den Händen, müssen wir drüber wegsehen. Also ein messbarer Strom, der durch die Spannung in unseren Zellen erzeugt wird. Wir sind sozusagen eine Batterie auf zwei Beinen. Aber wir sind sehr viel mehr. Wir sind so facettenreich. Wir haben so viele Schichten in uns, sowohl körperlich, viele verschiedene Kreislaufsysteme in einem Körper, sei es zum Beispiel Blutkreislauf, der Lymphkreislauf, eben die Nervenbahnen als Kreislauf, ja, um nur die Oberfläche zu nennen. Und eben Kreislauf muss kreisen, muss sich bewegen. Wenn wir jetzt dieses Bild von dem Sicherungskasten nehmen, ihr alle kennt einen Sicherungskasten, denn wenn irgendwann mal richtig laut knallt, ist irgendwo im Haus oder in der Wohnung eine Sicherung rausgeflogen. Und dann funktioniert die Spülmaschine nicht oder der Mixer oder das Licht geht aus. Was macht ihr dann? Genau, ihr geht zum Sicherungskasten und macht die Sicherung wieder rein. Und während dieses spannenden Coachings damals kam mir der Impuls, das kam wirklich wie ein Bild, sind ja meine Visionen dann, dass viele Menschen diesen Sicherungskasten nur bis zu einem Bruchteil aktiv haben. Das heißt, die meisten Sicherungen sind aus und nur ganz wenige sind an. Und das lässt uns gerade mal so überleben, funktionieren, aber Spaß ist was anderes. Wie bekommen wir jetzt quasi die Sicherungen wieder an? Das ist ein großes Geheimnis, das eigentlich ganz einfach ist. Entscheidungen. Entscheidungen basieren aber auf unserer Erfahrung. Wenn wir aber zum Beispiel, wie ich, erfahren haben, dass Leben Mangel ist, weil die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, alle Menschen drumherum, Gleiches zieht Gleiches an, weil alle im Mangel sind, auf welcher Ebene auch immer, haben wir das für selbstverständlich in uns, dass wir im Mangel leben. Und viele Menschen schauen dann, wie man so schön sagt, immer auf die andere Seite des Zauns und sehen, oh, alle Menschen sind im Überfluss, nur ich nicht. Und ich war auch so, Gott, ich war nervig, weil ich nie Geld hatte. Im Gegenteil, immer dann, wenn ich gerade mal ein bisschen Geld erwirtschaftet hatte, ging es wieder weg, weil ich einen Fehler gemacht habe. Aus welchen Gründen auch immer und was auch immer es war, dann war noch weniger Geld da. Bis irgendwann mal ein sehr netter Heiler, der leider jetzt nicht mehr lebt,
mit mir eine Weile gearbeitet hat. Ich habe ihn begleitet auf Messen und er hat mir damals so in meinem Erwachen ein paar Impulse gegeben, wie ich meine große Kraft kanalisieren kann. Und wir sind irgendwann mal zwischen zwei Messen hin und her gefahren im Auto und ich habe mal wieder gejammert, ja, du verdienst immer so viel Geld, die stehen bei dir am Stand Schlange und bei mir kauft keiner. Und er hat sich schlapp gelacht. Er hat mich super gerne provoziert, was auch gut ist, denn dann kommt was ins Rollen. Und dann hat er gesagt, pass auf, er hatte so einen ganz alten, uralten Mercedes, aber sehr zuverlässig. Und er hatte oben es war kein Cabrio, aber er hatte so ein Dach, Schiebedach. Und das war offen. Er sagt, da oben guckt gerade der Fülleengel rein und der lacht sich genau wie ich kaputt, weil du diese Fülle überhaupt nicht einlädst. Was soll ich euch sagen? Das war ein krasser Moment in meinem Leben, als ich erkannt habe, dass ich so gemacht habe. Bloß keine Fülle in meinem Leben. Oh Gott, da habe ich ja nichts mehr zu jammern. Ich kann mich nicht mehr selbst bemitleiden. Und das habe ich aber erst sehr viel später gemerkt, wirklich von Mitleid und Selbstmitleid gelebt. Das war sozusagen unbewusst mein Antrieb. Und wo andere eben um Liebe gebettelt haben, habe ich um Mitleid gebettelt, weil ich das in meiner Kindheit so gelernt habe. Kurz und gut, dieser Heiler hat mir gesagt, pass auf, wir fahren jetzt zurück. Du hast einen Tag Zeit, bevor wir zur nächsten Messe fahren. Und du malst jetzt ein Füllebild. Und ich habe gesagt, ich kann doch kein Füllebild malen. Ich habe null Idee, was das damit auf sich hat. Ich habe überhaupt kein Gefühl für Fülle. Genau deshalb wirst du es tun. So, und dann habe ich mich hingesetzt, das war 2005. Und habe dieses Bild gemalt. Ich weiß, dass viele von euch, die mich schon seit dieser Zeit begleiten, dieses Bild vom Engel für Fülle, Glück und Reichtum als kleines Kärtchen haben oder als Poster oder als ganz großes Poster. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder, wenn Bestellungen kamen, so für persönliche T-Shirts oder Pullover oder so, habe ich, wenn es von der Post her passte, immer so ein Poster dazugelegt. Es war für mich ein ganz großes Coming Out. Der erste Knoten war geplatzt. Und ich habe wirklich gespürt, ich habe Fülle abgelehnt. Weil ich so viele Glaubenssätze rund um Fülle hatte. Nämlich vor allen Dingen, was Geld betrifft, aber auch was Liebe, was Glücklichsein betrifft. Ich habe gedacht, ich habe es nicht verdient. Jetzt möchte ich euch diesen Satz vorlesen, der auf dem Poster und auf den Kärtchen steht. Fülle, Glück und Reichtum sind die Geburtsrechte aller Menschen, unterstützt durch die Engel dieser Welt. Ich weiß, dass nicht alle Menschen an Engel glauben. Dennoch, für mich sind sie ja existent als Energieform. Selbst wenn man da nicht dran glaubt, das Universum, wie vorhin in der Sterntorbotschaft vorgelesen, ist ein Ort der Fülle. Schaut euch um. So viele Sterne, Galaxien, Universen, Paralleluniversen. So viele Menschen, so viele Tiere, so viele Pflanzen auf der Erde. Alles ist im Überfluss da. Und der Mensch oder ein Teil der Menschen glaubt wirklich, dass er oder sie keine Fülle verdient hat. Es ist das größte Geschenk, das wir jeden Tag neu angeboten bekommen. Es ist uns. Es ist an uns. Es ist unsere Aufgabe, es anzunehmen, dieses Geschenk. Deshalb möchte ich dich einladen, alle Sicherungen in deinem Sicherungskasten aufzuschalten, hochzuschalten, anzumachen. Wie macht man das? Das ist eine Frage der Übung, denn es beginnt damit, dass du dir immer wieder sagst, dass du Fülle verdient hast. Wenn dein Ego so macht und sagst, alle, aber nicht ich, dann gilt es, an die Wurzel des Ganzen zu schauen. Das würde jetzt zu weit führen für dieses Video. Ich möchte einen kurzen Impuls geben. Es hat auf jeden Fall immer mit Selbsterkenntnis zu tun. Wer bist du wirklich? Was willst du in deinem Leben? Wo kommst du her? Kommst du wie ich aus einer Familie mit viel Mangel? Dann kannst du jetzt der oder diejenige sein, die damit aufhört und aus diesen ganzen alten Glaubenssätzen aussteigt. Ich habe dazu mein berühmtes
zweiteiliges Video gemacht, das verlinke ich hier oben, in dem ich über die Affirmationen, wie ich sie nenne, Powerfragen gesprochen habe, wo ich erkläre, wie man mit diesen Powerfragen tatsächlich das Denken umdrehen kann, aus dem Mangel in die Fülle. Und zwar auf allen Ebenen. Schaut es euch an, schau es dir an. Denn letztlich hat Fülle immer etwas mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun, auch mit Selbstermächtigung, wie gesagt. Ich werde einige Videos dazu unten in die Videobeschreibung einsetzen, sodass ihr nicht suchen müsst, aber ihr braucht diese Stichworte eigentlich nur bei mir oben in die Suchmaske einzugeben auf meinem YouTube-Kanal. Dann findet ihr bestimmt zu jedem Thema das ein oder andere Video, weil ich schon so viele Videos gemacht habe. Wenn du dich also selber liebst mit allem, was du bist, mit all deinen Facetten, mit allen Zellen deines Körpers und in diesem Portaltag morgen am 13. September geht es auch um Körperlichkeit. Den Körper endlich anzunehmen, wertzuschätzen und zu lieben. Den Geist samt Ego, denn das Ego ist einfach der Schlüssel zu diesem Leben. Ohne diesen Schlüssel hätte unsere Seele überhaupt keinen Anker auf der Erde, um in der Dualität spielen zu können. Hoffentlich bald in der Trinität. Wenn du dich also selber annimmst, wie du bist, mit allem, was du bist, auch mit deiner Seelenkraft, dann bekommst du Strom ins Leben und mit Selbstliebe schaltest du gleich ein paar dieser Sicherungen hoch. Dann der Selbstwert. Ich erzähle oft in meinen Videos, mein Selbstwert war im Minusbereich. Ich konnte aufrecht unterm Teppich lang gehen. Diesen Selbstwert gilt es ebenso hochzufahren und zu erkennen, dass du ein kostbares Wesen bist, das Fülle und Liebe verdient hat. Also, wer bist du? Wer willst du sein? Willst du dem Geld hinterherlaufen? Geld ist wie Glück oder Liebe. Wenn wir zu aufdringlich werden und hinterherrennen, rennen sie weg. Es ist viel schöner und viel besser, sie einzuladen, die Fülle einzuladen, das Glück, die Liebe, den Reichtum, den Wohlstand. Es gibt so viele schöne Worte dafür. Und es ist die Frage, wie belegen wir diese Worte? Und das haben wir gelernt. Ja? Meine Eltern haben geglaubt, dass reiche Menschen böse Menschen sind. Kein Wunder, dass ich kein Geld wollte. Ich wollte ja kein böser Mensch sein. Und es gibt alleine zum Thema Geld so viele Glaubenssätze, die einen Stopp machen. Und dieses Stopp wirkt sich dann auf unser ganzes System auf den Körper, den Geist, das Bewusstsein. Und macht eine Blockade, eine Sperre, einen Staudamm. Und dann fließt nichts mehr. Dann sind die Sicherungen aus. Um das ganze System also in Fluss zu bringen, dass der Strom wirklich mal fließt, gilt es, dich selber jeden Tag zu beobachten. Wie denke ich? Wie fühle ich mich, wenn ich über Geld nachdenke oder über Partnerschaft, über Liebe? Bin ich da im Mangel? Wie eingangs gesagt. Mach dir eine Liste oder mach dir mehrere Listen. Wo bin ich im Mangel? Was wünsche ich mir an Fülle in meinem Leben? Was bedeutet Geld für mich? Was bedeutet Reichtum, Überfluss, Wohlstand für mich? Und damit, mit der Beantwortung dieser Fragen, kommst du dir selber immer mehr auf die Schliche und entdeckst vielleicht, wo der Ursprung deines Mangels herkommt. Also für mich war es ein riesen Aha-Moment, als ich festgestellt habe, dass tatsächlich meine ganze Familie im Mangel lebt. Also ich kenne wirklich niemanden persönlich in meiner Familie, der im Geld schwelgt. Ja, es ist, ein paar von uns haben ein eigenes Haus und haben nach außen hin auch genug. Aber wenn das Geld reicht, dann ist die Liebe futsch oder was anderes im Mangel. Wenn man sich der Fülle widmet und ihr hinterher spürt, entdeckt man unendlich viele kostbare Schätze von Erkenntnissen. Und dieses Video soll jetzt einfach mal dazu anregen, dass du diesen Tag und die folgende Zeit, denn das ist ja nicht so ein Tag und dann ist es wieder futsch, es ist ein Tor, ja, das wieder aufgeht. Diese Portaltage
nennen sich ja nicht umsonst Portaltage. Ein Portal ist eine Tür, eine große Tür, durch die man hindurchgeht, wenn man möchte. Klar könnt ihr auch dafür stehen bleiben und sagen, nö, ich will mit Fülle nichts zu tun haben. Wer aber wirklich endlich mal in Fülle, Wohlstand, Wohlgefühl schwelgen möchte, mal keine Sorgen mehr haben will, wie kann ich meine Miete zahlen, wie kann ich mein kaputtes Auto reparieren lassen, wie kann ich meinen Kindern einen schönen Urlaub finanzieren, nicht auf Balkonien, sondern vielleicht mal ein paar hundert Kilometer entfernt. Und das ist wirklich alles total individuell. Du denkst anders über Fülle als ich und als dein Nachbar, deine Schwester, dein Bruder, deine Oma, dein Opa. Also, was bedeutet es für dich? Wie gesagt, letztlich ist immer alles da. Und nur unsere Macht, die wir annehmen oder abgeben, entscheidet darüber, ob wir wirklich ein Leben führen, das uns gut tut. Auch Macht ist eine Energie. Gebe ich meine Macht ab, nimmt sie jemand anders. So einfach ist das. Und was der oder diejenige daraus macht, das wissen wir nicht. Wenn wir stattdessen unsere eigene Macht, zum Beispiel den freien Willen, endlich wieder annehmen, können wir für uns die Fülle erzeugen. So. Ich habe euch jetzt erstmal so meine besten Tipps gegeben. Und wer jetzt fragt, ja, wie mache ich das denn noch? Dann ist es so ein bisschen, also wenn ihr jetzt erwartet nach diesem Video, dass jemand an der Tür klopft und euch einen Koffer mit 1 Million in die Hand drückt, das könnt ihr sehr gerne erlauben. Ist ja alles möglich. Wunder sind jeden Tag möglich. Wunder sind das, von dem wir jetzt noch glauben, dass es nicht funktioniert und morgen passiert's. Alles passiert, also das ist bestätigt. Das ist jetzt nicht einfach meine Idee, sondern mir ist es passiert und Millionen Menschen im Laufe der Evolution auch. Also, offen sein für Wunder und Geschenke des Lebens, egal aus welcher Richtung. Auch eine Regel der Fülle. Und es ist ein bisschen so wie in der Fahrschule. Meine Videos inspirieren, schubsen die Energie an, machen euch aufmerksam, wann etwas besonders gut funktionieren kann. Nämlich, ja, zum Glück ist morgen Sonntag, da hat man ein bisschen Zeit und kann sich ein bisschen damit beschäftigen, was das alles, ja, für dich bedeutet. Und dann heißt es üben, 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 üben. Ja? Die Glaubenssätze aufräumen, den Selbstwert hochfahren, dich selbst als kostbares Wesen fühlen, dich selbst zu lieben. Das kann kein anderer für dich tun. Ja? Wenn man in die Fahrschule geht und erwartet, wenn man die Theorie gelernt hat, dass man sofort Auto fahren kann im fließenden Verkehr, am besten noch auf der Autobahn, geht nicht. Sorry. Üben, üben, üben. Das gilt für das ganze Leben. Ich liebe diese 3 L. Lebenslanges Lernen. Ich lerne jeden Tag dazu und zwar mit Begeisterung. Manchmal gibt das Leben so ein paar Lektionen, die sind ein bisschen härter, aber ja. So, und wer jetzt an dieses Video anknüpfen möchte, ich habe es schon angekündigt, ich werde jetzt wieder das erste Webinar machen. Juhu! Und zwar für ein bisschen Geld, damit es sich auch Menschen leisten können, die im Moment noch nicht so viel Geld haben. Ich werde über eine Stunde auf dem aufbauen, was ich euch jetzt erzählt habe. Und theoretisch ist das ganze Wissen in meinen ganzen Videos überall drin. Aber manchmal braucht man es ja so ein bisschen kompakter. Und bei der Premiere, ich verlinke euch unten den Link zu dem Webinar, werde ich auf jeden Fall auch auf Fragen im Chat reagieren. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen, falls ich sie nicht während des Webinars beantworte. Und ich bin einfach mit Leib und Seele für euch da. Also wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr das quasi fortsetzen. Und ich habe auch noch ein kleines Video gemacht bei meiner Freundin Nancy letztes Jahr. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben. So ein kleiner Push für die Menschen, die eben aus dem Mangel in die Fülle wollen. Ich werde auch noch was zum Thema Macht verlinken, denn Macht, Selbstliebe und Selbstwert, all das unten ist für mich essentiell. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein Gefühl dafür bekommen und ich hoffe, dass ihr das jetzt nutzt, ja, wieder mal einfach die Energien der Zeit nutzt, damit ihr vorwärts kommt, damit ihr glücklich seid. Denn dann hört dieses Kasperletheater früher oder später auf. Und alle die, die sich jetzt während dieser ganzen Weltereignisse stark machen, stabilisieren und auch öffnen für neue Wege, die werden
stark und kraftvoll aus der Krise hervorgehen. Und dafür mache ich jeden Tag meine Videos und all die anderen Dinge. Ich wünsche euch einen erfüllten Tag, ein erfülltes Leben auf allen Ebenen. In Liebe, eure Sonja Ariel. Bis bald. Wir sehen uns. Genießt die Zeit.